Meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen jetzt zeigen, wie man mal bei der W6N656D den normalen Overlock-Fuß demontiert. Sie drücken einmal von hinten auf den roten Hebel und Sie sehen, zack, ist der Fuß ab. Jetzt müssen wir einmal mit auf den Nähfußlifter drücken, dass der noch etwas höher kommt in die zweite Stufe. Und jetzt nehmen Sie hier diesen Nähfuß einfach zur Seite raus. Das war's. Meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen den Perlen- und Paillettenfuß für die W6N656D erklären. Die Maschine ist wie folgt einzustellen. Je nachdem, wie breit die Pailletten sind, nutzen Sie die linke oder die rechte Nadel. Bei der Breite, die wir hier haben, haben wir nur die linke Nadel eingebaut. Alle Spannungen werden auf 4 eingestellt, die Stichlänge auf 4 bis 5 und Differential auf N. Sie sehen, dass die Pailletten hier vorne eingeführt worden sind und hinten bis unter die Nadel geschoben werden müssen. Und dann kann es losgehen. Sie sehen, meine Damen und Herren, die Pailletten sind fantastisch aufgenäht. Jetzt haben wir hier einmal einen weißen Faden genommen, damit Sie auch sehen, wie das funktioniert. Wir hätten jetzt natürlich auch passend zur Paillette den richtigen Faden nehmen können, dann sieht es noch wesentlich besser aus. Ich baue jetzt den Standard-Nähfuß wieder an. Dazu muss ich einmal hinten auf den Nähfußlüfter draufdrücken, dass wir in die zweite Ebene kommen. Dann ist es schön hoch. Einmal drunter legen, Füßchen runter und fertig. Ja, meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen noch einen kleinen Tipp geben. Abonnieren Sie bei W6 Wertarbeit unseren Newsletter. Wenn Sie den abonnieren, sind Sie stets aktuell informiert und ganz wichtig, Sie nehmen auch an unseren wöchentlichen Rabattaktionen teil. Schönen Dank.